Da ist es passiert. Guter Angriff der Düsseldorfer. Wozzeck verlagert das Spiel auf die linke Seite, Gieselmann legt direkt ab auf Osami und der Japaner knallt den Ball unhaltbar in den Winkel. Das passt Dardai ganz und gar nicht in den Kram, Dardai reagiert auf den Platzverweis und bringt mit Jordan Torunariya einen Abwehrspieler. Der 21-Jährige kommt damit zu seinem ersten Einsatz nach seiner Achillessehnenverletzung. Fedadi Bishevich bleibt in der Kabine, der College at Newhouse underscore Daniel Eben BEI at WDR2 über die Qualität des Spiels. Die Berliner haben den Hammer, schlagen Abram er Dainben, Holger Schmidt on Twitter, at Hossar, https://twitter.com/hossar/status/106127560915704217 Halbzeit in der. Da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben für die zweiten 45 Minuten. Hertha war in den ersten 45 Minuten die gefährlichere Mannschaft und hatte durch Duda die beste Chance, ist aber nur noch zu zehnt. Der bereits verwarnte Mittelstädt ging kurz vor der Halbzeit ungeschickt in ein Laufduell und sah gelb-rot. Mal sehen, was sich Pal Dardai in der Kabine einfallen lässt, das ist bitter für Hertha. Maximilian Mittelstädt geht in einem Laufduell mit dem Arm in Richtung Hals seines Gegners, trifft ihn leicht und muss mit Gelb-Rot vom Platz. Der Linksverteidiger war 10 Minuten zuvor für ein taktisches Foul verwarnt worden. Der Schiedsrichter hätte es auch bei einer letzten Ermahnung belassen können, Gelb-Rot ist aber auch keine Fehlentscheidung. Hertha für mehr als eine Halbzeit nur noch zu zehnt. Das sah mal richtig nach Fußball aus. Kalou auf Lazzaro, der spielt den Ball hinterm Standbein wieder zu Kalou. Alles auf engstem Raum. Die Flanke des Ivoras wird jedoch herausgeköpft, schlechte Nachrichten für Pal Dardai und die Berliner. Niklas Stark hat sich in einem Zweikampf mit Osami verletzt und muss früh raus. Für ihn kommt der Holländer Derek Lukassen ins Spiel. Herthas Torwart Jahrstein verlebt bisher einen eher ruhigen Nachmittag. Mehr als ein harmloser Kopfball von Luke Bakio musste er bisher nicht halten. Erste gute Chance für Hertha. Duda nimmt den Ball gut mit und versucht diesen ins lange Eck zu schießen. Düsseldorfs Schlussmann Rensing bekommt aber noch den Fuß dazwischen und lenkt den Ball am Tor vorbei zur Ecke. Das war knapp 10 Minuten sind vorbei, passiert ist bisher, naja, nicht sonderlich viel. Die Düsseldorfer Aufstellung wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Folgende Spieler schickt Friedhelm Funkel auf den Rasen, hinten links darf Maximilian Mittelstädt für den erkrankten Marvin Plattenhardt ran. Außerdem kommt Wladimir Darida zu seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison. Vorne stürmt Vedat Ibišević, Davy Selke sitzt anfangs auf der Bank, damit die sieglose Serie gegen die Fortuna heute endet, kommt es auch auf Valentino Lazzaro an. Der Österreicher ist neben Arne Meyer der einzige Berliner, der in allen Pflichtspielen über die komplette Distanz auf dem Feld stand und das auf der ungewohnten Position als Rechtsverteidiger. Mein Kollege Stefan Hermanns beschreibt die Entwicklung von Lazzaro, Uwe Kliemann und Wolfgang Seitka waren 1979 dabei, als Hertha zuletzt gegen Düsseldorf gewann, Bild, Imago, Pressefoto Baumann zugegeben. Besonders viele Spiele gab es zwischen Hertha und Düsseldorf in der Bundesliga nicht. Dass die Berliner seit dem 8. Dezember 1979, also fast seit 39 Jahren, auf einen Sieg gegen die Fortuna warten, macht dennoch Eindruck. Damals gewann Hertha vor 12.000 Zuschauern im Olympiastadion 3:0. Lang ist's her, seitdem gab es 5 Spiele in der ersten Liga, Resultat aus Berliner Sicht, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Punkt.
Dazu kommen die zwei Relegationsspiele 2012, 1:2 und 2:2, 8 Duelle in der zweiten Liga, immerhin hier gab es 3 Siege, zuletzt ein 4:2, 2011 Tore, 2x Ramos, Lasoga, Rukavica und ein Pokalspiel, 2:1 für Hertha 1981.